Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videotutorial-Reihe RPG in the Box. Ich bin Carsten und wie ihr seht, habe ich Wege angelegt, denn ich möchte euch in dieser Folge zeigen, wie wir Übergänge hinkriegen. Das heißt, wir werden unseren Charakter innerhalb einer Karte platzieren, sowas wie Teleportation machen, und wir werden aber auch die Übergänge zu anderen Karten machen. Ich will euch das zeigen mit einer simplen Auswahl an Möglichkeiten, wo ihr hinkommen könnt, und ich will euch aber auch zeigen, wie ihr den Dialogeditor einsetzen könnt, um richtig schöne Übergänge hinzukriegen. Und wir werden jetzt erstmal anfangen mit der Teleportationsgeschichte. Generell können wir unseren Charakter, irgendwelche NPCs oder auch Objekte innerhalb der Karte frei bewegen. Dazu stehen uns ein paar Möglichkeiten im Skript zur Verfügung. Das Wort hierfür ist Put und dann finden wir Put Player und Put Entity. Mit Put Player können wir unseren Charakter direkt in einer Karte verlegen und können ihn teleportieren lassen, neue Bereiche springen lassen oder sonstige Sachen. Was wir hier brauchen, ist die Zielkoordinate und wir brauchen oder eine Objekt-ID für ein Feld oder und wir brauchen die Richtung, in die der Charakter am Ende gucken soll. Im Gegensatz dazu haben wir auch Put Entity und hier können wir jedes beliebige Ding transportieren. Das heißt, wir können hier einen NPC transportieren, wir können hier ein Objekt transportieren, wir können auch den Spieler damit transportieren und wir sagen aber hier nur, wo es hin soll, ohne die Rechnung anzugeben. Das steht uns relativ frei und die sind ungefähr gleichmächtig. Nutzen müssen wir die Sachen im Skript. So, um das zu zeigen, habe ich schon was vorbereitet, was ich euch jetzt vorführen will. Das heißt, ich habe das schon mal durchprobiert. Das heißt, die Skripte dafür entferne ich dann gleich. Ich habe diesen Weg angelegt und der Spieler soll nicht in der Lage sein, diesen Weg zu gehen. Das heißt, ich habe hier meine Partikeleffekte gemacht, die wie so einen Sog generieren. Und in der ersten Variante möchte ich jetzt verhindern, dass der Charakter dort durch kann. Das heißt, ich möchte jetzt, dass wenn mein Charakter eines dieser Felder betritt, er sich kurz dazu äußert, dass es ihm unangenehm ist, dass er Angst davor hat und nicht auf dieses Feld geht und er wird dann quasi einfach ein Feld zurückteleportiert. Das wollen wir in der ersten Variante machen und später wollen wir mit dem Hebel hier hinten dafür sorgen, dass wir dieses Feld außer Kraft setzen können. Das heißt, wir können dem Spieler dann als Äquivalent irgendeine Quest geben, andere Dinge, die diese Felder deaktivieren. Ihr könnt das auch für andere Sachen übertragen, nutzen. Das sind so erstmal grobe Konzepte, um euch zu zeigen, wie ihr damit umgehen könnt, um dann euren Ideen freien Lauf zu lassen. Okay. Fangen wir mal an mit der Scripting-Geschichte. Wir haben jetzt also hier das Feld und das Feld habe ich angelegt. Ich zeige euch ganz kurz noch als Spezial. Genau, und da ist ein Attachment Point dran und da habe ich meinen Partikeleffekt dran gebunden und ich möchte jetzt einfach, dass mein Charakter dort nicht mehr in der Lage ist, hinzukommen. Dazu müssen wir ein Skript dran verankern und das können wir jetzt eigentlich direkt auch hier schon tun und können sagen, diesen Feld verpassen wir jetzt ein Skript, obwohl ich will das nicht generell haben. Ich möchte das eher für ein Feld in der Reihe machen und das übertragen wir dann auf die anderen. Also wir gehen in die Entity Properties, erzeugen ein Skript dafür, put Player back, ja, das zum Beispiel. Das war auch mein Plan. Und sagen jetzt, wir speichern das einfach mal und nennen das jetzt einfach mal put back. So, wenn wir das gespeichert haben, können wir danach in den Skripteditor wechseln mit dem Stift und haben hier einfach ein bisschen schönere Übersicht per Drag and Drop. Um den Spieler zurückzusetzen, machen wir jetzt also unser Skript. Als allererstes möchte ich, dass wenn mein Charakter auf das Feld tritt, dass was passiert. Das mache ich über den Map-Editor mit dem Trigger. Das zeige ich euch dann gleich. Und wir wollen natürlich eine Message anzeigen. Das heißt, ich mache jetzt hier rein. Oh nein! Ich werde da bestimmt nicht hingehen. So, das soll der Charakter sagen, wenn er da drauf kommt. Und jetzt möchte ich aber im Idealfall auch, dass der Charakter das wirklich sagt. Bisher haben wir hier immer None gemacht. Das heißt, wir sagen jetzt, wir möchten, dass das der Charakter spricht. Und zwar unser Spieler. Wir könnten hier auch irgendwelche anderen NPCs reinmachen. Und damit wir das jetzt nicht nur als Dialog sehen, sondern vielleicht auch noch ein Porträtbild von unserem Charakter dazu kriegen, können wir in unserem Charaktereditor gehen und können hier sagen, wir nehmen unseren Rex und fotografieren den von einem bestimmten Blickwinkel aus, indem wir hier oben ein Porträt erzeugen. So, dann kommen wir in den Editor raus, können hier unserem Charakter eine Position verpassen. Moment, ich möchte ihn gerne von der anderen Seite haben. Wir machen also jetzt ein Porträt von Rex und können das jetzt hier abspeichern. Und anschließend sagen wir, wie das Feld oder wie das heißen soll, welche Größe es ist. Das lassen wir jetzt einfach mal. Bei Trim wird es quasi der leere Raum ringsum entfernt. Mit den Positionierungen bin ich noch nicht ganz sicher, was das macht. Ich habe das bisher erstmal so gemacht. Ich habe noch nicht den Unterschied raus. Mal gucken, da kommen wir bestimmt in den nächsten Folgen noch drauf. So, wir können das jetzt quasi setzen und überschreiben.
Und was ich des Weiteren noch gemacht habe, ist hier das Porträt festgelegt. Und ich habe gesagt, ich mache hier noch einen Speaking-Sound rein. Da habe ich jetzt erstmal irgendwas genommen, was ich habe, und habe Random Pitch gemacht. Das heißt, wenn mein Charakter eine Box macht, sehe ich jetzt das Porträt und ich höre ein Geräusch und das geht irgendwie hoch und runter. Das heißt, wir können dann sowas einsprechen, so ein wah, 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 wah oder sonst irgendwas, und dann geht das dann halt in der Höhe verzerrt, wah, 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 irgend sowas in der Art, oder ihr sprecht das frei oder wie auch immer. Ihr könnt auch hier oben diesen SoundFX-Generator nehmen und könnt hier per Random irgendwelche wilden Sachen erzeugen lassen oder euch ausprobieren. Da kommen dann seltsame Töne raus und ihr könnt irgendwas zusammenbasteln. Genau, das war's hier erstmal und wir gehen zurück in den Skripteditor und machen unser Skript weiter. So, wenn ich den Charakter jetzt rüberschieben, also woanders hinpacken will, muss ich jetzt erstmal also meine PutPlayer-Funktion einbauen und schiebe die jetzt hier daneben, dass die verbunden wird. Und jetzt will das von mir ein Feld haben. So, und um das zu erzeugen, kann ich jetzt entweder den generellen Feldkonstruktor nehmen. Das heißt, ich kann jetzt hier oder gucken, Entity war es, glaube ich. Wir gucken mal ganz schnell rein. PutPlayer. PutPlayer möchte von mir haben einen Teil. So, und das können wir quasi erzeugen. Hier sehen wir quasi die Methoden. Wir können das als Teil erzeugen. Wir können es per ID machen. Das ist aber gänzlich ungünstig, weil wir halt jedem Feld IDs vergeben müssen. Wir können das aber auch vom Player beziehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal schauen und suchen mal nach Player, Player, sehen wir hier irgendwo Character. Das ist gut. Character ist es. Sehen wir hier, dass wir uns die Nachbarfelder holen können. Das heißt, wir können sagen, zum Beispiel North Tile, East, West, Back Tile. Das ist das Feld hinterm Charakter. Das heißt quasi, wir müssen ja irgendwo hergekommen sein, um auf das Feld zu kommen. Also haben wir ein Feld hinter uns, wo wir hergekommen sind. Und wenn wir das nehmen, dann kriegen wir nicht einfach nur eine Koordinate, die ganz wild ist, sondern wir kriegen tatsächlich die Koordinate, die mit diesem Feld per Navigationslinie verbunden ist. Das heißt, das ist auch noch fehlerfrei. Und wenn wir nichts kriegen, gibt es das Feld nicht, was völlig unmöglich ist. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen Mechanismus und nutzen das hier drin, indem wir jetzt einfach sagen, wir wollen nicht self machen, wir wollen Player machen. Player.back underscore tile. So, und hier kriegen wir unser Feld her und unseren Spieler machen wir keine Richtungsänderung. Das heißt, er guckt genau in die Richtung, wo er hergekommen ist. Und das war es prinzipiell schon. Und wir haben unser Skript und müssen das nur noch hier auf die Felder auflegen. Das heißt, wir haben hier schon Putback dran. Das müssten wir jetzt auch irgendwo noch sehen. Das habe ich bestimmt ausgeschaltet. Da ist es, da ist mein Skript. Und ja, ich muss das natürlich, ich habe jetzt mein anderes Skript noch drin in der Vorbereitung. Und das muss ich jetzt noch schnell austauschen und bei allen Sachen machen. Oder ich packe das einmal dran und ziehe das neu. Und schon funktioniert das ganze Ding und ich kann das einsetzen und kann in mein Level reinhüpfen. Ich mache das ja auch gleich mal schnell noch weg. Das ist schon weg. Wo ist denn das Skript? Oh, ups. Alles klar. So, und wir probieren das mal aus. Speichern und ab in den Level. So, also, gehe ich jetzt auf das Feld, habe ich einen Träger hervorgerufen, den zeige ich euch gleich noch im Speziellen, dass wenn der Charakter auf das Feld tritt, dann kommt mein Dialog. Pups, und da ist es. Oh nein, ich werde da bestimmt nicht hingehen. Und sobald ich jetzt klicke, pups, ist mein Charakter zurückgesetzt. Ich komme hier einfach nicht durch. Hier ist mein Porträt und hier ist mein Name. Ach so, genau, das habe ich vergessen euch zu zeigen. Das zeige ich euch auch noch schnell. Geht hier in den Charakter rein und geht in die Properties, könnt ihr hier den Namen vergeben, damit euer Charakter nicht einfach nur mit einem Porträt und einem Satz da ist, sondern dann steht auch noch da, wie der heißt. Und das könnt ihr für jeden Charakter oder NPC machen. Super toll. Okay, wir machen mal weiter. So, jetzt ist es natürlich doof, wenn das Feld die ganze Zeit an ist. Das heißt, ihr wollt es ja wahrscheinlich abschalten durch eine Quest, durch einen Hebel, irgendwas. Ihr habt einen Boss besiegt und die Barriere bricht zusammen oder sonst irgendwas. Bei mir mache ich mal die Variante mit dem Hebel. Eure Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das dann halt adaptiv irgendwie anders hinsetzen. Und für mich sehe ich das so, dass ich hier quasi nicht die globale Property setzen will, was eine Möglichkeit wäre. Also Global Property, Barriere ist aus, gleich True könnte ich setzen. Aber dann haue ich mir den ganzen Global, also haue ich mir massenweise globale Variablen rein. Ich habe jetzt hier meinen Hebel, den zeige ich euch ganz kurz. Der sieht so aus. Und ich kann den quasi anschalten. Und ich kann den ausschalten. Und was ich hier gemacht habe, ist ein einfaches Skript dran geparkt, was jetzt sagt, wenn der Hebel, also is on, wenn das nicht true ist, also im Prinzip initial ist es null, oder ich habe ihn schon mal ausgemacht, dann ist das der Fall, dann mache ich das auf, dass er an ist und spiele die Animation an. Und im anderen Fall ist es so, dass ich die Animation, also das dran setze, is on false, also nein.
und spiele die Animation off. So, das habe ich jetzt an dem Hebel dran, sodass ich den Hebel nur noch setzen muss. Und was gleichzeitig passiert, ist ja quasi, dass ich eine also lokale Property an dieses Objekt setze, also an den Hebel, und die kann ich dann auslesen. Das heißt, um das zu tun, kann ich jetzt meinen Hebel hierhin platzieren. Und damit ich schön drauf zugreifen kann, gebe ich dem Ding jetzt einfach noch einen Namen, wie zum Beispiel hier oben Hebel 1. Und damit kann ich da im Skript drauf zugreifen. Okay, und jetzt machen wir unser Skript abhängig. Das heißt, jetzt sagen wir, dass für unser Pullback muss es eine Bedingung geben, damit das zieht. Und wir berichten uns jetzt hier nach dem Hebel. Das heißt, Evaluate Condition ran, neu verknüpfen. Und dann müssen wir die Bedingung definieren, unter der unser Skript jetzt das Feld durchführt. So, und das machen wir jetzt hier mit dem Wizard und sagen hier, wir wollen jetzt auf einer Entity-ID, und diese Entity-ID hat quasi den Wert Hebel 1, und damit haben wir quasi jetzt hier unser Teil. Und da drinnen gucken wir jetzt quasi, ob Property, und wir haben das Ding genannt, ist on, ungleich true. Wir können das auch hier über unsere ganzen Verknüpfungen setzen. Prinzipiell ist es aber auch nicht so schwierig. Ich denke mal, an dem Punkt kann ich jetzt mit euch weitergehen, dass wir so einfache Conditions und sowas schreiben können. Ne? Also wir nehmen nicht den Editor hier unten. Ich finde immer noch, dass der Drag-and-Drop-Editor für uns die beste Wahl ist. Wer programmieren kann, kommt auch damit klar. Aber umgedreht ist es nicht so ganz der Fall. So, also wenn das Ding an ist, dann haben wir den Fall, dass unsere Barriere da ist. Und sobald wir den Hebel umgelegt haben, trifft das nicht mehr zu und es passiert gar nichts mehr. So, das testen wir jetzt auch natürlich aus. Und wir gehen hinter zum Hebel. Und versuchen erstmal durch die Barriere durchzukommen. Das sollte uns davon abhalten. Ich komme hier nicht durch. Jawohl. Und jetzt schalte ich die Barriere ab. Klick. Ach, ich habe den Skript. Ach, Mensch, ich habe doch den Skriptträger schon wieder runtergemacht. Ja, den muss ich natürlich draufsetzen. Und ich brauche mein Skript. Put back. Put back. Ja, das. Ach, stimmt. Ja, das hätte draufbleiben können. Das Toggle-Skript kann man. Ich habe das gemacht, damit ich nicht immer ein neues machen muss. Also alles, was man an- und ausmachen kann, kriegt das Toggle-Skript jetzt bei mir und gut ist. Das jetzt, wir hatten das schon mal ähnlich beim Fenster mit Open und Close, und für einen Hebel, für einen Knopf und sowas ist halt so ein Toggle-Skript ganz gut, dass es immer ist on, true oder false, und dann ist das Ding durch. Ich brauche nicht für alles, alle Objekte ein eigenes Skript. Ist ein bisschen generischer. So, jetzt kann ich das ausschalten und ich kann hier durchgehen. Super! Und ich kann ins neue Areal. Jetzt ist es aber auch noch blöd. Das heißt, ich würde noch mal einen kleinen Schritt weitergehen und würde sagen, wir machen auch noch den Partikeleffekt ab, damit das nicht so bescheuert aussieht. So, wir könnten jetzt was Kompliziertes dafür machen und könnten die Reihe durchgehen und könnten das auf allen Feldern abschalten. Dann brauchen wir aber wieder eine Schleife und einen Haufen Zeug. Das würde ich dann im Scripting-Tutorial machen. Das ist ein bisschen heftiger. Wir machen es mal ganz simpel. Geht auf das Feld und der Hebel ist umgelegt, dann verpufft einfach dieser Effekt und der verschwindet. Das ist relativ simpel. Das heißt, wir können sagen, entweder unser Skript ist aktiv oder unsere Barriere ist aktiv, dann gehen wir den Weg. Und wenn wir das nicht haben, dann wollen wir unseren Effekt entfernen. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal schnell hier rein unter Entity. Und da finden wir nämlich schnell, dass eine Entity auch ein paar andere lustige Sachen hat. Ne, Character, Entity. Ne, das müsste Entity sein. Wo ist es denn? Teil. Manchmal ist es ein bisschen schwer zu finden. Teil, hier haben wir es. Genau, und wir haben nämlich nicht nur die Attach Points, wir haben nämlich auch die Effekte. Das heißt, wir können hier gucken, ob es einen Effekt gibt, und dann müssen wir gucken am Attach Point ID, wie das Ding heißt. Und das kriegen wir hier relativ simpel raus. Da ist der Attach Point, wir gucken einfach nach, wie das Ding heißt. Und das heißt bei mir Link. Nee, falsch, ist nicht das Ding. Wir haben das hier. Der Attach Point von dem heißt Middle. Ja, sehr kreativ. Okay, aber darum geht es jetzt nicht. Wir sagen also quasi, wir wollen den Effekt entfernen, und da sagen wir jetzt hier Detach-Effekt. So, und das wollen wir jetzt machen. Und sagen hier auf self. Self. Attach-Point-ID ist Middle. So, den wollen wir entfernen. Und damit wäre das eigentlich schon erledigt. Jetzt haben wir das Problem.
Beim ersten Mal entfernen wir, dann gehen wir nochmal drauf und dann wollen wir den nochmal entfernen und dann knallt's. Und das wollen wir halt nicht haben. Das heißt, wir prüfen jetzt hier nochmal eine Bedingung vorher ab, damit wir den wirklich nur einmal entfernen und hauen jetzt auch hier wieder eine Evaluate Condition drauf. Das heißt, wir gehen jetzt hier den Weg, wenn, dann gehen wir dahin. Nee, end ist auch sowieso blöd, das war auch falsch. So. Und wir machen jetzt hier self und sagen da Punkt Effekt. Effekt war es, glaube ich. Wir gucken gleich nochmal. Effekt am Punkt Middle heißt der. Und da kriegen wir nämlich einen Effekt zurück oder null, wenn er nicht da ist. Also wenn der nicht null ist, dann wollen wir den entfernen. So, also wenn wir einen Effekt zurückkriegen, also das nicht initialisiert ist, dann entfernen wir dieses Ding und ansonsten lassen wir es weg. Und das müsste es eigentlich auch schon gewesen sein von der ganzen Magie. Wir schauen uns das nochmal an. Und dann haben wir diesen Fall gelöst. Und wir können zu den Kartenübergängen kommen. So, wir gucken nochmal, dass alles funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich gehe hin, ich schalte das ab. Und mein Effekt löst sich in nichts auf. Hervorragend. Okay, das war es jetzt erstmal zum Put Entity. Der Put Player. So, und damit wollen wir zu den Kartenübergängen kommen. Wir haben ja schon mal hier angelegt, dass wir Verdeckung haben und ich hatte ja schon mal in dem Teaser drin, dass ich einen Keller eingebaut habe. Das heißt, halt, das ist nicht. Ich mache jetzt mal alles weg, was wir nicht brauchen. Und was wir jetzt machen wollen, ist die Kellerluke verbinden. Das heißt, wenn wir mit der Kellerluke interagieren, das ist meine Falltür, wollen wir im Keller rauskommen. Wenn wir das machen wollen, können wir jetzt einfach erstmal ein ganz simples Quickscript verwenden. Das heißt, wir klicken auf den Rahmen. Also das geht auch auf und wir können auf das Feld gehen. Dann würde man aber was sehen. Also ich kann das einfach auch auf den Rahmen machen und mache es dann im Keller quasi mal über ein Feld. Da zeige ich euch auch gleich nochmal, wie man den Feldtrigger macht. Wir sagen also quasi, wenn der Charakter interagiert, machen wir ein Quickscript. Und das soll jetzt irgendwo hinzeigen. Und damit wir wissen, wo das hinzeigt, machen wir jetzt einfach die Karte auf, wo wir hinwollen. Das ist in meinem Fall, ist das der Keller. Und dann suche ich mir das Feld raus, wo ich ankommen will. So, mit dem Feld will ich zurück. Das heißt, ich setze meinen Charakter mal auf das Feld drauf. Und wenn ich jetzt nach Norden gucke, soll der Charakter halt nach. Nee, ich gucke jetzt nach Süden. Das heißt, er soll nach Norden gucken. Und ich kann jetzt hier die Koordinate kopieren. Also ein Feld markieren, rechte Maustaste kopieren. Und das können wir jetzt direkt hier einfügen, indem wir hier jetzt rangehen und sagen, wir machen jetzt ein Load Map, wie in dem ersten, der ersten Folge, wo wir das Spiel das erste Mal geladen haben. Load Map und können jetzt hier sagen, auf welche Karte wollen wir denn? Und meine Karte heißt Cellar, da müsst ihr gu wirklich gucken. Das muss extrem genau so geschrieben sein wie das da oben. Jetzt können wir den Wert nehmen und können den aus der Zwischenablage reinkopieren und dann habe ich gesagt Norden. Norden. So, ihr könnt das so schreiben, ihr könnt auch in Anführungszeichen das setzen und klein schreiben, wobei ich immer die vordefinierten Wörter bevorzuge, die sind stabil. Wenn Justin mal was ändert, bleiben die auch aktiv. Wenn ihr nur auf klein schreibt und ändert das mal, habt ihr vielleicht Pech. So, und mein Charakter soll hier wieder ankommen, wenn ich das im Keller mache. Das heißt, ich merke mir jetzt auch diese Koordinate in der Zwischenablage, gehe in den Keller rein und sage, wenn mein Charakter dieses Feld betritt, also Charakter enters Teil, dann mache ich ein Quickscript und sage auch hier rein, lade bitte die Karte. Und meine Karte heißt jetzt, ist auch wieder wichtig, genau Schreibweise, Xanthi Apostroph S, frei Haus. Jetzt muss ich die Koordinate neu reinsetzen. Ihr könnt auch mit Koordinaten-IDs arbeiten oder sonst irgendwelchen Sachen. Und, ach so, welche Richtung ist es denn jetzt? Mal schnell schauen. Lassen wir es mal kurz auf Süden und schauen mal. Ich möchte gucken nach Westen. Ja, nochmal aus Westen. Nochmal, halt, hey, stopp, bearbeiten, West. So, und damit habe ich eigentlich mein Skript für den Keller schon drin. Wichtig ist jetzt hier speichern, sonst sind die Skripte nicht auf euren Objekten. Ne? Und das ist die einfachste Form von einem Kartenübergang, wo wir hin können. Ne? Ihr könnt es auch nur in eine Richtung verknüpfen, kommt aber dann halt nie wieder zurück. Was ihr auch machen könnt, auch mit den Türen teleportieren, ihr könnt halt solche Sachen machen. Absurde Häuser, ihr geht durch eine Tür und wenn ihr zurückkommt, seid ihr woanders oder ihr müsst eine bestimmte Kombination von Türen machen und bei der richtigen Kombination kommt ihr in einen geheimen Raum. Also eure Fantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt. So, wir klicken da an.
Mapload und wir sind da. Wenn ihr mal irgendwas falsch gemacht habt, wird dieser Ladebildschirm nicht enden. Ne? Dann seid ihr entweder dauerhaft in einem Ladebildschirm oder ihr kriegt eine Error-Meldung hier oben am Bildschirm dran. Ansonsten, so wie jetzt ist es in Ordnung. Immer schön testen, wenn ihr das gemacht habt. Okay, das ist ja jetzt billig. Was wir jetzt haben wollen, ist aber ein Wegweiser. Und dafür machen wir jetzt mehrere Auswahldialoge. Ich habe also schon mal einen wunderschönen Wegweiser entworfen. Der ist jetzt hier. Und das sieht in der Voransicht ungefähr so aus. Und den will ich jetzt einbauen. So, was ihr auch übrigens machen könnt, alles, was ihr an Porträts und sowas macht, findet ihr dann hier im Image-Ordner drin. Und ihr könnt das einfach auf der Festplatte öffnen und könnt das nachträglich auch noch ändern. Ne? Also ihr könnt da auch Dinge reinmalen und dann hat euer Porträt halt, was weiß ich, einen Schnauzer oder sowas. Obwohl das niemals so aufgenommen wurde. Das findet ihr quasi alles hier und ihr könnt hier reingehen und könnt sagen, öffnet das an der File Location und könnt hier drin rummalen. Das habe ich hier beim Wegweiser, glaube ich, gemacht. Ein Porträt vom Wegweiser für später. Zeige euch das nochmal schnell. Ja, und habe da so ein bisschen Schrift drauf gemacht, ne, was in meinem Modell eigentlich gar nicht enthalten ist. So, bisschen gecheatet. Und den Wegweiser, den habe ich hier vorne hingesetzt. Den seht ihr da vorne schon stehen. Und den müssen wir jetzt halt noch irgendwie skripten. Das heißt, wir brauchen hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte an verschiedene Punkte hingehen. Und wenn ich das machen will, kann ich quasi auch wieder den Wegweiser anklicken, gehe hin und sage jetzt hier letztendlich als einfachste Variante, ich mache ein Quick-Skript drinne, bearbeite das und habe jetzt hier die Möglichkeit, die Funktion Display Choices zu benutzen. Also Display Choices ist eine Auswahl von verschiedenen Optionen und kann jetzt sagen, wo willst du hin? Willst du hin? Das ist die Frage, das ist immer der erste Teil davon. Dann kommt quasi als Array, das könnt ihr euch vorstellen wie eine Liste von Auswahlmöglichkeiten. Die haben einen Index von 0 bis 2 in dem Fall, also das ist die 0. No. Gens. Variante 2 ist der in den Keller. In den Keller. Und Variante 3 ist an den Strand. So, jetzt haben wir hier drei verschiedene Varianten, die wir machen können, wobei nicht alle interessant sind. Und nachher, wir brauchen noch irgendjemanden, der es sagt, wenn wir das haben wollen. Und da können wir hier einfach sagen, macht das der Player? Nee, das lassen wir weg. Das soll niemand sagen. Einfach nur auslassen. Und müssen jetzt hier die Varianten auswählen. Das heißt, wir brauchen das Ergebnis davon irgendwo hin zurück. Das heißt, wir definieren jetzt hier Result ist gleich Display Choices. Wobei, na wahrscheinlich, ich wollte ja Drag and Drop machen. Lass uns das mal validieren und so lassen. Und dann machen wir hier auch ein Skript draus und nennen das Signpost. Oder Wegweiser. Das ist einfach für euch, dass ihr die Boxen sehen könnt. So, also so sieht das aus. Display Choices, wo willst du hin? Hier haben wir die Choices, die wir haben. Und jetzt sehen wir nämlich die Sachen, die optional sind. Ich möchte keinen Speaker haben. Und das Ergebnis speichere ich unter dem Namen Result. So, jetzt möchte ich die Sachen halt noch handhaben. Das heißt, ich muss jetzt hier Evaluate Condition machen und würde jetzt quasi sagen, im ersten Fall möchte ich darauf hinaus, dass eine Variable ist gleich 1. Also der erste Index nirgends ist 0. Man fängt da immer an mit Zählen von 0. Der nächste ist die 1. Das ist jetzt quasi, ich glaube, der Keller ist das. Ja, da unten steht es in den Keller. Und meine Variable heißt aber nicht so, die heißt Result. So, das ist meine erste Bedingung. Und dann gibt es natürlich noch die zweite Auswahl, dass wir nicht in den Keller wollen, sondern wir wollen an den Strand. Halt, nee, das ist auch blöd. Das können wir hier reinmachen. Zweite Bedingung und sagen hier Variable equals Number 2. Und das ist wieder Result. Und dann haben wir unsere Bedingung und bei der 1 machen wir einfach gar nichts. Und können jetzt hier quasi unsere Bedingungen ranknüpfen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Map Load. Load Map. Zack. Und hier unten auch. Und bringen die jetzt hier dran. Klick und Klick. Und bei der ersten gehen wir in den Keller. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel machen, dass wir einfach mal woanders reinkommen, sonst ist es ja langweilig. Wir bauen uns also jetzt hier einen geheimen Kellereingang. Hier sind wir vorn gelandet. Wir machen jetzt einfach mal auf der Rückweg hier hinter der Lore, machen wir jetzt mal einen Ausgang, indem wir einfach mal eine Tür an die Wand setzen. Ja. Also ich will es nicht ultra kompliziert machen jetzt.
So, da haben wir das Ding dran. Und dann sagen wir die Tür, ja, das ist schön, dass man die auf und zu machen kann. Interessiert mich jetzt gar nicht. Das mache ich weg. Ich mache das Quick-Skript draus und sage dann hier, wenn du das benutzt, kommst du zum Wegweiser zurück, sodass wir dann quasi auch wieder hier ankommen. Und machen das jetzt einfach mal dahin. Wir gucken jetzt nach Westen, das heißt, da müssen wir nach Osten gucken. Wir kopieren das und hängen das an die Kellertür dran. QuickScript Loadmap. Loadmap. Xanchi House. Und wir wollen an die Koordinate so und nach Westen. West. Und das war's. Das heißt, das wird unser Rückweg. Und jetzt wollen wir natürlich auch hier ankommen. Das heißt, wir kopieren uns jetzt diese Koordinate auch. Und das ist quasi Blick Richtung Süden und klemmen die hier rein. Süden habe ich gesagt. Wir wollen in den Keller. Wir wollen an die Koordinate. Die können wir jetzt einfach hier reinschubsen. Und wir sagen nach Süden und damit ist das hier schon erledigt. Und jetzt wollen wir noch einen zweiten Weg haben, der an den Strand führt. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder gucken, wo der Strand ist. Den habe ich hier angelegt. Vielen Dank übrigens an Sarah, die diese wunderschönen Bäume gemalt hat, also Justin Sarah. Das ist quasi aus dem offiziellen Asset Store hier oben raus. Deswegen möchte ich nochmal darauf Hinweis geben. Ich werde die auch nicht in meine Asset-Bibliothek machen, weil ihr dann Credits machen müsst an die Autoren. Ich war aber tatsächlich zu faul, mir eigene Bäume zu machen. Ich habe nicht so ein Händchen dafür. Ich kopiere also jetzt das und es zeigt nach Westen und mache das jetzt quasi einfach mit hier dran. In dem Fall wollen wir quasi an diese Koordinate nach Westen. Und wir müssen jetzt hier noch sagen, wo wir hingehen wollen. Und meine Karte heißt Fishing Cove. Kann ich vordefinieren. Speichern und das war's. Okay, wir probieren es mal aus. Wartet. Ja, gespeichert ist. Hier müssen wir noch speichern. Und wir müssen auch alle anderen speichern, die unsere Verknüpfungen haben. Und von Fishing Cove mache ich den Rückweg einfach mal nicht. Ich bin jetzt faul. So. Kriegen wir hier einen wunderschönen Dialog, wenn alles läuft. Wenn wir zum Wegweiser gehen und den anklicken. Und da, wo möchtest du hin? Ich drücke die 1. Es passiert nichts. Okay. Wir machen das nochmal. Wir wollen in den Keller. Und es lädt und wir sind hoffentlich im Keller. Wir sind im Keller. Wir sind auf der falschen Seite. Die Lorenbahn ist noch nicht hier. Wenn wir von der anderen Seite kommen, klappt das aber tatsächlich. Und wenn wir die Karte verlassen, bleibt die auch auf der Seite. Ich kann zurück. Ich kann nochmal reingehen und ich kann sagen, ich will an den Strand. Und ich bin am Strand. So, das ist eine ziemlich einfache Auswahl, wo ihr sagen könnt, ihr könnt eine Weltkarte dazwischen machen mit anderen Modellen, wo alles klein ist, wo ihr Schnellreiserouten macht. Ihr könnt dann auch noch andere Funktionen dran machen, dass ihr eine Gebühr dafür zahlen könnt, für eine Schnellreise oder sonst irgendwas. Also da habt ihr super viele Möglichkeiten. Genau. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie man das auch noch schick macht. So, und jetzt wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen thematisch abrunden mit einem kleinen Bild und solchen Sachen. Und dafür, also als Vorstufe für Cutscenes, also so kinematische Effekte, die wir in der nächsten Folge behandeln wollen, nehmen wir jetzt mal einen Dialogeditor dazu. Das heißt, wir erzeugen jetzt hier einen neuen Dialog und nennen den mal Wegweiser. Und das ist die Möglichkeit, etwas ein bisschen Komplexeres reinzubringen. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, wir starten mit dem Dialog vom NPC oder vom Spieler oder eine einfache Nachricht, die wir einblenden, oder wir werten Bedingungen aus, wir führen Skripte aus, wir springen hin und her oder wir machen einfach Kommentare für uns, dass wir später wissen, wie es weitergehen soll. Und ich fange jetzt einfach mal an mit einer ganz normalen Nachricht und sage, du triffst auf einen Wegweiser am Straßenrand. Punkt. So, jetzt können wir hier ein paar schönere Sachen machen. Das Ding hat jetzt eine ID. Wir können ja alle möglichen Sachen bearbeiten. Die ID zum Beispiel. Wir können aber auch ein Hintergrundbild machen. Und da habe ich mir was vorbereitet. Ich habe aus meinem Spiel raus einen Screenshot gemacht. Bei Windows könnt ihr das machen. Windows-Taste und dann Snipping-Tool. Könnt ihr dann quasi aus dem Bild fotografieren. Das habe ich mir schon ein bisschen nachbearbeitet. Halt, hier ist es. Und habe mir das zurechtgeschnitten, wie ich das gerne hätte. Und habe hier auch wieder meine Schrift reingefriemelt. Einfach durch die Bildbearbeitung ein bisschen getrickst. Kann hier sagen, was ist mein Seitenverhältnis, also Aspect Ratio. Ich möchte das quasi das Bild ausnutzen, dass alles bedeckt ist. Und sage, okay. Und dann habe ich das jetzt schon hier drin. Und als nächstes möchte ich
dass der Spieler anschließend einen Dialog startet. Das heißt, ich kann den jetzt einfach hier als nächstes Ereignis drunter ziehen. Ich kann jetzt eigentlich hier zusammenpuzzeln, was ich will. Ich kann hier noch eine Nachricht drunter packen. Ich kann hier Bedingungen drunter packen. Ich kann mir das also einfach alles zusammenfriemeln. So, und was ich möchte, ist jetzt den Nutzer was fragen. Das heißt, ich mache jetzt eine Auswahl für den Spieler und kann jetzt hier zum Beispiel eine auch wieder Choices machen, sodass ich das in verschiedene Entscheidungen auslagere. Ja? Das heißt, ich kann jetzt auch hier wieder sagen, ich mache hier verschiedene Dinge und kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt den Charakter wählen lassen. Charakter Default. Auf der linken Seite soll es angezeigt werden. Kann jetzt hier auch wieder ein Hintergrundbild reinbringen, wenn ich das möchte. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das muss. Geht wahrscheinlich auch ohne. So, und kann jetzt hier reinbringen. Moment, möchte der eigentlich Custom noch was machen? Naja, hier. Das soll jetzt nicht von meinem Charakter gesprochen werden, sondern ich will nochmal die Großaufnahme von dem Signalpost, also von unserem Wegweiser haben. Über Custom, da kann ich verschiedene Dinge reinmachen oder meinen eigenen Charakter, wie, was ich gerade Bock habe eigentlich. So, und jetzt mache ich hier die Auswahl. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Der Spieler, ich gehe in den Keller. Punkt. Oder gehe in den Keller. Mein Charakter wird ja jetzt nicht dargestellt. Wir haben ja jetzt quasi das Charakterbild überschrieben damit. Und hiermit können wir das Bild übrigens invertieren, wenn wir das machen. Und hier mache ich jetzt quasi, gehe zum Strand. Zum Strand. Und jetzt können wir quasi sagen, wenn wir das haben, wir speichern schon mal zwischen und können hier jetzt noch Ereignisse dran packen. Das heißt, wir wollen jetzt hier ein Skript ausführen, das packen wir rein und hier unten wollen wir auch ein Skript ausführen und können jetzt hier unsere Map-Load-Conditions reinpacken. Die können wir eigentlich hier einfach rausmopsen. Das heißt, das wollen wir haben für den Keller. Und das packen wir jetzt einfach hier rein. Zack. Und dasselbe machen wir nochmal mit dem anderen hier drüben. Wir nehmen das in den zweiten Dialogteil rein, packen das hin. Und das war es prinzipiell auch schon. Jetzt können wir das speichern. Und jetzt heißt unser Dialog heißt Wegweiser. Jetzt müssen wir den noch in unsere Karte reinbringen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und wählen unseren Wegweiser aus und sagen jetzt statt diesem Quickscript, statt diesem machen wir jetzt ein Quickscript und öffnen das. Und jetzt haben wir hier Start Dialog. Und das machen wir jetzt hier rein und können hier reinsetzen. Unser Dialog heißt Weg. Weiser. Und der bringt alles mit Skript und allem drum und dran. Wir validieren das Ding, wir speichern das Teil und gehen rein und haben jetzt eine schöne zwischensequenzartige Sache, wo wir so ein bisschen thematisch ein Event teasern können, ein Ereignis und auch solche Sachen. Das sieht dann quasi so aus. Wir sehen jetzt quasi den Wegweiser. Du triffst auf einen Wegweiser. Das ist die Nachricht. Und ihr seht jetzt schon, unsere Nachricht kommt oben und ist sofort kombiniert mit der Auswahl, die wir haben. Und dann kann ich sagen, ich möchte in den Keller gehen und dann bin ich im Keller. Oder ich möchte an den Strand, dann bin ich am Strand. Ja, und so könnt ihr halt schönere Übergänge machen. Das ist jetzt ein Standbild. Im Hintergrund läuft das Spiel auch weiter und alles ist schick. Jetzt habt ihr aber noch den Punkt zum Beispiel, dass ihr vielleicht noch einen anderen Effekt haben wollt und ihr wollt einen Teleport mal eine Teleportation machen zwischen zwei Teleportern, wie so hier, da hatte ich mal angefangen, sowas. Und dann möchte ich euch noch zeigen, wie ihr diese Szenen anders machen könnt. Ich fand das mit dem Teleporter nicht so toll. Ich möchte mal eine andere Szene machen mit euch. Also unser Charakter legt sich ins Bett und wacht irgendwo anders auf der Karte wieder auf. Das will ich jetzt mal mit euch machen, ja? So, wir hatten das ja schon mal gehabt, dass bei dem Put Player, das ist alles so ziemlich plupp und alles hat sich erledigt und das ist nicht so cool. Ich habe jetzt hier noch ein Skript drauf, das mache ich mal weg. Naja, hier heile ich meinen Spieler. Und was ich jetzt mal machen will, ist Folgendes. Wenn der Spieler ins Bett geht, will ich den einfach mal hier hinten in die Pampa setzen oder irgendwo hin, im Keller von mir aus oder sonst irgendwas, das müsste ich mit einem Map-Load machen. Und da es aber nicht so ploppen soll, möchte ich jetzt hier einen neuen Effekt reinbringen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, den Bildschirm ein- und auszublenden. Das nennt sich Fade. Und da gibt es die Möglichkeiten Fade In und Fade Out. Ja, also Fade Out ist quasi, das Bild wird dunkel und verschwindet ins Schwarz und bei dem anderen, genau wie es unten gezeigt wird, kommen wir dann quasi wieder rein. Und wir können hier sagen, wie lange brauchen wir denn eigentlich für den Fade Out? Das heißt, wir können das quasi als Sequenz abfeuern. So, und das wollen wir jetzt hier reinbringen und dann
machen wir das im Map-Editor und sagen, wenn der Spieler hier hingeht, dann möchten wir den dahinter bringen. Wir gucken jetzt nach Osten, das heißt danach nach Westen, kopieren einfach mal das Feld und skripten das hier einfach ein bisschen um. Das heißt, wir machen jetzt hier Folgendes. Wir machen Fade Out. Fade Out und wir machen Fade In. Und wir wollen dazwischen, wollen wir machen Put Player. Put Player. Ja, wir machen erstmal das hier. Wir wollen den Spieler nach dort hinten setzen und nach Westen. Und dann können wir das einfach ausschneiden und reinpacken. Und dann haben wir quasi unser Fade Out und Fade In drinne geskriptet. Und wenn wir das jetzt machen, machen wir noch ein bisschen länger, machen wir 3 Sekunden, ist dieser Effekt einfach nicht mehr so doof, dass der einen Übergang hat, sondern wir sind da hinten und jetzt machen wir noch einen Dialog hinten dran. Message, Display Message, genau, Message, Display Message. Und dann lassen wir unseren Charakter einfach mal sagen, wo bin ich? Und da möchte ich aber jetzt noch den Spieler reinhaben, dass man das sieht. Das heißt, ich muss nochmal schnell in die Dokumentation gucken, wie diese Funktion war. Display Message, da konnte man nämlich auch noch angeben, wer das macht. Das ist der Speaker und da machen wir den Charakter rein und dann haben wir das geschafft und alles ist schön. Player. So, und das war's. Und wenn wir jetzt ins Bett gehen, haben wir quasi einen Übergang. Wir könnten dann noch mit den Light Presets arbeiten, was wir ja schon mal gemacht haben, dass der Spieler quasi dann im Dunkeln wach wird. Wir können dann irgendwie noch mit anderen Effekten arbeiten, dass er eine Scheintraumwelt hat oder sonst irgendwas. Wir können das auch mit Load Map kombinieren, aber nach dem Laden der Karte kommt das Fade-In nicht korrekt. Das müssten wir dann im Map Post Load Script der anderen Karte etablieren, damit das funktioniert. Ansonsten wird das nach dem Laden der Karte abgebrochen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und benutze mein Bett, haben wir jetzt quasi den Effekt, es wird dunkel. Wir sind woanders und es wird hell. Und wo bin ich? Jetzt könnte ich noch die Animation machen, dass mein Charakter quasi liegend da ist oder sowas ausgeraubt wird oder sonst irgendwelche Sachen. Und das sind so einfach so kleine spielerische Effekte, wo ihr sagen könnt, ihr könnt eurem Spiel eine Story verpassen und ihr könnt so kleine Effekte reinbringen. Und in der nächsten Folge wollen wir uns dann quasi mit sowas machen, wie der Charakter sitzt in der Bahn und die Kamera fährt wild hinterher. So, also so, ja. Na, Hollywood-reif ist vielleicht übertrieben, aber interessante Cutscenes. Ne? Okay. So, das war's für heute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig über ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge auch wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.